Ein herzliches Willkommen und hallo zu einem weiteren Part Let's Play Final Fantasy 15. Ach, unsere schöne Regalia. Es tut mir immer so in der Seele, wie wenn sie kaputt ist. So. Ja, bevor sich unsere Leute wieder über alles Mögliche aufregen, zum Beispiel, dass sie in so dreckigen Klamotten einsteigen. Gäh, Gladius, Mann. Sind wir jetzt erstmal wieder im Steuermann? Ja, kann ich mich umschauen? Yeah, Leute, Mann. Wir sehen echt ganz schön fertig aus, Mann. Sollten wir uns mal wieder hinlegen. Auf die Straße sollten wir auch schauen. Ja, ich habe schon mal öfters gesagt, Final Fantasy 15 ist vielleicht nicht so das beste Spiel, was einem hier beibringt, wie man richtig fährt. Nun gut, aber das ist auch nicht so wichtig, denn beim letzten Mal haben wir die nächste Hauptquest abgeschlossen. Nachdem wir hier schon wieder viel zu lange hier Klimbims gemacht haben, sind wir nach... warte mal, aber bevor wir zurückkehren, würde ich eigentlich schauen, ob wir noch ein paar Sidequests hier haben. Wir waren zumindest unterwegs und unser Ziel war es... manuell fahren? Aber ich will mir das Aufgabenziel... Ja, okay, dann fahre ich halt nicht automatisch, Mann. Automatisch fahren, weil ich kann ja nicht mal eine Quest wechseln, wenn ich im Auto sitze. So, 9 Minuten, 9 Minuten, 9 Minuten, 6 Minuten, 5, 4. Machen wir das. Das ist gar nicht so weit weg. Das geht schon. So, wir haben beim letzten Mal uns die dritte Königswaffe geschnappt. Es war ein ziemlich harter Fight. Also das war wirklich, ehrlich gesagt, nur lustig, was da alles auf uns gewartet hat. Wir mussten da gegen irgendwelche so Elementarkrieger kämpfen. Der Max hat nicht den Weg gefunden, Mann, aber weil das auch echt doof angekennzeichnet wurde. Unsere Regale sieht aus, als wäre sie 20 Mal durch einen Reißwolf gejagt worden. Oder, keine Ahnung, als wäre man hier besoffen Auto gefahren. Möglicherweise ist das auch so. Aber uns geht's gut. Man muss die positiven Sachen sehen. Und ja, dann haben wir es irgendwie nach langer Zeit haben wir es geschafft und hier uns die dritte Königswaffe geschnappt. Bevor wir jetzt aber erstmal zurückgehen, dann machen wir erstmal wieder hier ein paar Aufgaben. Das war, wenn ich mich nicht ganz erinnere, die Aufgabe von dem einen Jungen, der gemeint hat hier, dass die Jäger die Grenzen bewachen sollen und die das nicht machen. Wir haben echt den falschen Weg genommen. Wenn wir da hinten rumgefahren, wären wir 1000 Mal schneller gewesen. Aber egal. Was sagt mir das? Ja, komm, wir haben schon Teil des Weges. Erstmal. Radio, wieso ist der schon wieder nicht an? Ja, und wie gesagt, wir sollen die Wächter dort erinnern, dass sie hier mal wieder gescheit arbeiten sollen. Führen wir uns in Monolog. Es ist ein Monolog. Dialog, gerne, wenn ihr auch was schreibt. Von den besten Soundtracks in Final Fantasy. Ich habe ja gesagt, mein Lieblings-Soundtrack-Stück, Soundtrack habe ich schon mal angeführt, ist der Final Fantasy 6 Soundtrack und ich finde, da gibt es auch nicht viel daran zu kritisieren. Es ist einfach der Soundtrack mit dem besten Komplettstück. Es hat zwar nicht vielleicht die besten individuellen Stücks, aber der gesamte Soundtrack ist einfach bombastisch in Final Fantasy 6. Wenn ich allein an dieses Opernstück denke, das überhaupt das normale Battle-Theme ist, das Beste, was es in allen Final Fantasies gibt. Vielleicht mit 13. 13 hat auch ein richtig geiles Battle-Theme. Und 10, wie wir es ja im Hintergrund auch hören. Ein fantastisch ist. Besonders, viele Leute mögen ja nicht hier die von 10, die aufgewertete Version, die im Remastered kam. Das mögen ja viele Leute nicht, was ich echt nicht nachvollziehen kann, weil die Version hier von diesen ganzen ikonischen Stücken, To Xanarkand und auch hier dem Battle-Theme, die hören sich, finde ich, in der orchestralen Fassung 1000 Mal besser an. Also besonders das Battle-Theme, das hört sich so viel besser an hier als im Original. So, wo sind wir denn eigentlich? Ganz woanders. Schaut euch an, hier waren wir auch noch nie. Oh, Leute, Nebenquest. Ich muss questen. Nein, jetzt gib mal Gas hier, Mann. Egal, er ist viel zu langsam. Und zumindest, was sind das, Knochen? Ich weiß es nicht, ich würd's dem Spiel zutrauen. Zumindest, wie gesagt, der Final Fantasy 6 Soundtrack hat wunderschöne Stücke. Er hat sehr viel schön traurige Stücke und er ist auch verdammt umfangreich. Also, Final Fantasy Soundtracks sind immer umfangreich. Also davon hättest du jetzt ruhig ein Foto machen können, Mann. Das hätte ich jetzt auch geil gefunden. Schau dich an, das sieht so geil aus. So wie Zacken, die aus dem Boden rausstechen, Mann. Als wäre da irgendwann mal so ein riesiges Ding irgendwie reingefahren und hätte dort alles weggemäht.
Er hat viele schöne Soundtrack-Stücke, der Final Fantasy VI Soundtrack, er hat traurige Stücke, er hat dieses Opern-Theme, was eben wie gesagt das Nonplusultra ist, und die Battle-Musik ist einfach das Beste, was es gibt. Es gibt auch ein paar lustige Stücke, zum Beispiel das Ultras-Musikstück ist sehr schön, das Terra-Theme ist wunderschön von der so halbwegs Protagonisten und auch in Figaro gab es, glaube ich, ein gutes Musikstück. So, und jetzt muss ich überlegen, die Nummer 2, habe ich glaube ich auch schon mal gesagt, Crisis Core hat die besten Einzelstücke, die ein Soundtrack hat. Also, der Gesamtsoundtrack ist nicht so gut wie hier der von 6 in meinen Augen. Warte. Ja, jetzt. Chill doch mal. Der fährt einfach 10 Meter weiter. Ich will doch nur ganz kurz das Item rausholen. Also, Realismus schön und gut, aber du musst ja nicht immer, wenn ich dich anhalten will, musst du nicht immer so ein... Oh, jetzt will mich dieser Trottel schon wieder anhalten. Was hat denn der schon wieder für Probleme? So kommt mir das immer vor, Mann. Irgendwas macht mich fertig. So, rein wieder in die Regalia und dann haben wir es auch gleich. Zum Glück haben wir nochmal aufgetankt, bevor wir gefahren sind. So. Und der Final Fantasy VII Crisis Core Soundtrack hat so geile Soundtrackstücke. Da gibt es, wie gesagt, dieses Under the Apple Tree, was einfach so ein Gitarrenstück ist, aber sich so bombastisch einfach anhört. Das Endtheme, dieses ist das traurigste Musikstück aller Zeiten. Da stinkt selbst Tsuteki Danea ab aus Final Fantasy X. Das ist mit Abstand wirklich das beste, traurigste, gesprochene Soundtrackstück aus allen Videospielen. So, bevor wir damit weitermachen, schauen wir jetzt erstmal. Wir haben gleich unser Ziel erreicht hier. So, sehr gut. Oh mein Gott. Das heißt, es gibt wieder hier sehr viele Quests. Das ist nicht gut. Kann ich eigentlich mein Auto irgendwie reparieren lassen, Mann? Mich kotzt das gerade an, dass das hier so zerdellt ist, Mann. Okay. Ja, komm, ploppt einfach alle Quests. Ploppt einfach alle auf mich drauf. So, wir haben inzwischen wieder 10.000 Gil. Das heißt, wir können uns gleich wieder Phönixfedern kaufen. Dieses Spiel lebt echt davon. Du gehst hin, machst Quests. Also, das Spielprinzip. Wir reden gleich über Spielprinzip, weil ich möchte kurz die Quest hier schauen, ob wir die hinbekommen. Ja, der Tank ist wieder voll. Kurz die Quest mal nachschauen. Der sagt jetzt wahrscheinlich, hier ist sowas Gefährliches. Bitte töte du das für uns. Du bist ja der Prinz, du managst das schon. そうですが。 契約破棄かどうか聞いてくれってたのまれた。ああ。いや、品物はなんとかなるんですけどね。それを運ぶ道に昔使われてた野獣用の罠が残ってて危ないんですよ。ちょうど撤去作業中なんですが。そうだ。取り外しを手伝ってもらえませんか? Ich habe niemals ja gesagt. Ich habe niemals ja gesagt. So, 2 Phönixfedern haben wir, okay. Und die Final Fantasy VI Hits! Du bist die krasseste Frau auf dieser Welt. Ich liebe dich. Ich scheiße auf die, wie hieß sie gleich nochmal? auf die Luna, nee. Luna ist natürlich auch cool. Aber nichtsdestotrotz, man, die hat uns endlich einen Final Fantasy VI Soundtrack in den. Jetzt können wir das Beste vom Besten hören. Weh, es gibt das Opernfilm nicht so. Parkplätze, okay. Ortschaften, das ist wichtig. Ortschaften ist das Wichtigste. So, okay. Speisekarte und Quest. Schauen wir mal, was hier in so einer Nähe ist. Level 23er Quest. So, boah, Leute, das sieht gefährlich aus. Das sieht echt gefährlich aus. Mama aber. So, dann essen wir noch was Leckeres. Ja, komm, halt was Billiges, Mann. Ich habe endlich mal 10.000 Gil. Ich will mich gefälligst darüber freuen, Mann. So. Und dann legen wir uns noch ganz schnell hier auch geschwind hin, damit sich unser Leben mal regeneriert. Wir wurden so fertig gemacht hier im letzten Dungeon, das war echt nicht mehr feierlich. Beliebt bei Kindern wie Krähen, Kennys frisch frittierte Fritten. Am besten schmeckt's, wenn einzeln schmecken. Man schlemmert gut in Krähennest. Und das war's? Ich kannte den. Ah ne, kannten wir noch nicht jetzt direkt, aber. Ja, okay, cool. Cooler Satz. Hammergeil. Bist der coolste Typ überhaupt, Mann. Ja, okay. Nett. So. Oh, ein Hotel, Mann. 150 Gil! Jetzt werden wir echt mal gut schlafen, Mann. Oh, Leute, 150 Gil. Hey, für so einen Wohnwagen zahle ich viel weniger, Mann. Und es hat den gleichen Sinn, Mann.
Es macht keinen Unterschied, ob ich hier hingehe oder mich in so Unterkunft lege. Hey, glaube ich, wenn ich das offline spielen würde, ich wäre jetzt so ein ewig lang gewandert, bis ich hier in so einer gammeligen Unterkunft wäre. So, gib mir Erfahrung, Mann. So, jetzt gibt's aber gescheite Erfahrung. 5300, Mann. Jetzt sind wir Level 22. Glaubst du, wir sind schon auf dem Maximallevel? Noch nicht ganz, oder? Oh, das ist schön, ja. Das sieht geil aus, Mann. Das sieht echt cool aus, Mann. Okay, das ist nicht so cool geworden. Timing. Boah. Pronto, das hast echt geil gemacht. Das ist nicht so cool. Ja, da hast du echt vor Feinden gewimmelt. Das war nicht schön. Oh. Das sieht auch verdammt cool aus. Alter, Mann, die Fotos sind ja alle so geil geworden. Und dann wieder. Ey, Ignis sieht man immer nur, wie er so schaut und sagt, ey, hier, ich bin Ignis. Und dann, man kann ihn echt sich so vorstellen, wie er dann so mit der Hand wackelt und sagt, なんとなくぼーっとしてた。ふーん、そっか。今日もいろいろあったよな。だね。でも毎日楽しいよ。死にかけたりするけど楽しい。まさか。 こんな状況になるとか、一緒に旅できるとか思ってなかったよ。そうだよな。俺だっていつ知り合ったんだっけ？高校だから、5年？まあ、知ったのはもっと前だけどな。あれ小学校か？え？なんで覚えてんの？あんなに見られてたら覚えるわ。うわ、ははは。 あれは、いろいろと理由がですね。なのに高校の入学式で初めましてとか言ってたな。あれ、すっげえ意を決して話しかけたんだって。なんか懐かしい。普通に声かけてこいよ。そうやって簡単に言うけどさ。ノクトにはきっとわかんないよ。あの時、俺。 ごめん、やっぱ何でもない。なんだよ、それはっきり言えよ。うん。実は、俺昔、自分から全然話せなくてさ、その、 友達って呼べるような友達もいなくて、いつも一人だったし、自分には何の価値もないかもって思っちゃったりしてさ。そんなこと思ってたのか。みんな今の俺を見て調子いいとか社交的とか思うかもしれないけど、 コンプレックスの塊みたいなやつで、本当は全然違うんだよね。ずっとみんなに追いつかなきゃって思ってて、俺だけ一般人だし、みんなみたいに強くもないし、人ともうまく話せなかったから、グラディオなんて本当に別次元の人って感じに見えたし、イグニスみたいに頭良かったり料理うまくないし、でもみんなと話してると楽しくて、 そんなことを忘れちゃってさ。けど、ふと我に返ると、みんなとは違うんだって、怖くなって。だから、これでも毎日必死についていこうって思ってて。ならもっと頑張れよ。 変なこと言ってごめん。<笑>さてと、俺先に戻るよ。おやすみ。ああ、おやすみ。
Ey, Noctis, Mann. Was war denn das für ein Satz, Mann? Oh. Egal, wir reiten jetzt erstmal in Chocobo. Wenn du in Chocobo gemietet hast, kannst du ihn innerhalb des bezahlten Mieter... okay. Ablauf im Mieter. Ja gut, ich will ein Chocobo haben. So. 53 Gil. 7 Tage. Oh, wow. So, und mir reichen 2. Einer. Komm. Gut, und jetzt? Leute, Mann, es kam so schlimm rüber, Mann. Ich wollte ihm nur sagen, hey, ich wollte ihm so sagen, hey, du machst es super, Mann. Mach ruhig weiter so. Aber er sagt, hey, da musst du dich noch ein bisschen mehr ranhalten, Mann. Alter Falter, Mann. Du hast ja hier wirklich ein großartiges Einfühlsam, Mann. Hey, das fand ich eine echt schöne Szene, Mann. Besonders, weil es so, wie sage ich am besten, so spontan kam. Hoppala. Darf ich absteigen? Das ist ein Item. Darf ich absteigen? X. So, guter Chocobo, bleib hier. Ist der jetzt für immer weg? Nein, der bleibt hier. Der sagt einfach, okay, hey, da musst du dich nur mal anstrengen. Aber ich fand es trotzdem eine schöne Szene. Einfach, wie gesagt, weil es so unvorhersagen kam. Das kam einfach so und man konnte einfach hier ganz entspannt mal reden, Mann. Etwas, was ich echt gesagt sehr schön finde und ein bisschen auch immer vermisse in Final Fantasy 15 bis jetzt, dass wir eben nicht so viel über unsere Charaktere kennenlernen. Und hier wirklich in his best. So. So, komm's her. Oh, ich bin nicht gut ausgerüstet, fällt mir gerade mal so aus. So. So. Ah, wir kennen sie, ja? Wir müssen auf das Horn in der Mitte gehen. Komm. Hoppala. Aber erstmal muss ich ja Horn anvisieren. So, komm. Und jetzt, Gladio. Leg los, Mann. So, immer schön das Horn anvisiert lassen. So, genau. Alter Falter, Mann. So, jetzt haben wir mal Ignis Move raus. Bam, pronto! Geil, siehst du das gerade noch hier? Ey, das ist nicht so gut bei dir läuft und dann ist er schon wieder tot, Mann. Ich hab schon wieder kein Horn anvisiert, Mann. Man muss immer die unbedingt vorne anvisieren, ansonsten ist es schwer. Weil da macht man eben schön zusätzlichen Schaden. So, genau. So. Bam, schönes Kombi. Oh, ich werde zusammengematcht. So, Gladio, komm. Wenn's gut läuft, dann könnten wir den auch mal so umhauen. Aber das geht so nicht. So, schön. Nicht so schön. Alter, der hat gesessen, Mann. Ein Hieb, Mann, und der halb tot, Mann. Wir haben uns vielleicht doch ein wenig übernommen. Hallo? Scheiß drauf. Heiltrank, Mann. Alle sind sie da, Mann. So, helfen. Ah, alter Falter, Mann. Schleudert der mich da weg, Mann. So, und das Horn ist kaputt, Mann. Und er ist down, okay. Komm, und komm. Ignis, du bist doch bei mir. So, jetzt prompt und leg los, Mann. Bam, Prompto, du machst es doch super, Mann. Was bist du eigentlich? So. Okay. Als nächstes. Schöner Warp-Angriff wieder. Und schon wieder kritisch, Mann. Alter Falter, Mann. Wir können gleich wieder in den Inn gehen. Ihr wollt mich... Ja! Ich habe jetzt keinen Bock, Mann. Ich soll jetzt einfach mich umbringen lassen, Mann. Erste Hilfe, Gladius. So, die unnötigste Fede, Phönix-Fede schon wieder rausgehauen, Mann. Alter, nur weil mich meine Kameraden nie wiederbeleben wollen. Alter! Ich bin weggeschleudert! Verlier mein ganzes Leben, Mann! Ich glaub's nicht, Mann! Es ist so hart unfair! Es ist einfach so hart unfair, Mann! Wie ich einfach immer so über die halbe Location geschleudert und einfach mein ganzer Lebensbalken ist einfach leer. So, aber jetzt reicht's mir, Mann. Jetzt habe ich nämlich keinen Bock mehr. Das war's nämlich mit deinem Horn, Mann. So. Jetzt reicht's mir, Mann. Ey, ich habe echt keinen Bock mehr auf euch, Mann. Die sind verdammt stark schon wieder. Selbst der gute Prompto hat Probleme. So.
Aber nein, ich rage euch jetzt zu Tode, Mann. Alter, Mann, ihr habt mich zum letzten Mal geärgert und mich 100 Meilen in die Luft geschleudert und dann umgebracht. So. So, zertrümmert. Komm. Alter! Und schon wieder! Ich werde immer so krass in die Luft geschleudert. Alter! Ich kann mich nie wehren. Das ist doch echt ein Bug, Mann, oder so. Das muss ein Bug sein, Mann. Ich bin sogar in meiner Abwehrstellung, Mann. Aber anstatt... Er wehrt ihn ab, aber ich werde trotzdem in die Luft geschleudert, Mann. Ich glaub's nicht, Mann. So. So, Gladio, kick ihn noch mal um, Mann. Wo bist du eigentlich? So, wie schwer das ist, hier was zu sehen. Wenn ich hier so merkwürdig umgreife, so! So. So, Ignis, jetzt komm. Mach nochmal den Move, einfach weil der so gut aussieht, Mann. Sind die verdammt schon wieder schwer zu besiegen, Mann. Zack, 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 zack. So, mein Lieblingsmove. Boom! Ist das ein krasser Move oder ist das ein ultra krasser Move? Er schwingt sie in die Luft und haut damit der Axt nach unten, Mann. Wieso mache ich eigentlich immer Ignis Move? Eigentlich wollte ich gerade Gladius Move, Mann. Egal, bam, bam, bam. So. Heute... nicht mehr. Und schon wieder am Verhungern hier. Oh Leute, Mann, das war ja schon wieder eine schwere Aufgabe. Schon wieder halb tot. Die erste Phoenix wieder schon wieder rausgehauen. Und ich reite jetzt auf meinem Chocobo. Ihr könnt mich alle mal. So, wir hatten noch eine andere Aufgabe. Doppelte Bässe, die haben wir abgeschlossen. Das ist... Titan hat irgendwas das mit den Kopfschmerzen zu tun. Der Titan? Oh mein Gott. Stimmt ja. Hab ich ganz verdrängt. Hab ich ja ganz vergessen. So, dich wollte ich eigentlich hier. So, ist die weit weg? Nein, ist ja gut. Gut. Jakob, oh, warte mal. Ist es schon wieder was? Ah, das ist ein bisschen nervig, dass man immer absteigen muss. Items aufnehmen muss, anstatt dass man die mitnehmen kann. So, arigato, Jakobo. Der Satz ist so gut. Okay, Feuerholz können wir gut gebrauchen. Und dann reiten wir. Kann unser Jakobo eigentlich sterben? Ich hoffe jetzt mal nicht. Kann er springen? Nein, aber er kann ganz schnell laufen und dann... er kann durchspringen! Ich liebe Chocobos! So geil, mal wieder so ganz leicht nach oben hüpfen, Mann. Okay, alle Fallen entschärfen. Oh nein, jetzt kommt wieder so eine Suchaufgabe. So, okay, Falle Nummer 1. Nicht in die Falle reinlaufen. Und blub. Lass mir den Jokobo reinlaufen. Oh, suchen. Aufgaben. Suchaufgaben, Mann. Ich hasse sie. Die sieht man ja noch schlechter als die Frösche hier. Oder? Für mich sieht das alles wie eine Falle aus, Mann. Okay, ihr Chocobus läuft da noch ein bisschen entspannt rum und ich suche so lange die Fallen. Wenn es einmal macht und der Chocobo laut aufschreit, dann wissen wir, dass immer der Chocobo eine Falle gefunden hat. Ach komm, Mann, diese scheiß Suchaufgaben, Mann, die machen nicht allzu viel Spaß. So. Bin doch schon wieder blind, man sehe schon wieder keine einzige. Das ist so eine ganz große Bärenfalle, die sollte man doch eigentlich sehen. So theoretisch. So, die eine hat mich ja fast direkt angehüpft, Mann. Aber jetzt sieht schon wieder ganz schlecht aus. Also, wenn ich eine Bärenfalle wäre, wo würde ich mich verstecken? Hier? Ich würde mich genau hier verstecken. Da! Hey, ich hätte die niemals gefunden ohne Gladius. Ernsthaft nicht, Mann. Das ist ja auch mies, Mann. Wie die versteckt ist, Mann. Hier im Busch. Ich meine, natürlich macht Sinn. Ich meine, wenn ich ein Tier fangen will, dann stecke ich das nicht einfach so mitten hier auf die Straße und sage, schau mal. Aber ernsthaft, Mann. Das ist schon echt fies, Mann, da die zu suchen.
So, ich verlasse mich einfach darauf, dass Cloud es für mich alle findet, Mann. So. Ganz normal, es ist ganz normal, dass ich Visionen von einem riesigen Titan habe, der hier irgendwie die Welt auf seinen Schultern trägt. Ist das normal, mein Freund? Meinst du das wirklich so? Okay, Leute, ich würde sagen, wir machen doch das doch jetzt einfach ganz easy. Wir machen jetzt erstmal einen ganz kleinen Cut. Ich suche jetzt hier Oskyln die restlichen drei Fallen, weil ich meine, das ist jetzt nicht allzu spannend, wie der Max hier rumtorkelt und hofft, dass er über einen läuft und ihm die den Fuß abschneidet. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns dann beim nächsten Mal wieder, hoffentlich mit allen gefundenen Fallen. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, auf Wiedersehen. Ciao.